Willkommen zum heutigen Talk, endlich produktiv, wie wir einfach zeigen wollen, wie man Marketingprozesse und Publishingprozesse einfach effizienter gestalten möchte. Ganz kurz zu mir, damit Sie wissen, mit wem Sie heute die Ehre haben, zuzuhören. Mein Name ist Alessandro Kurzelim. Ich war fünf lange Jahre selbst in der Styria Media Group. Das ist eines der größten Publishing-Häuser in Österreich. War dort als Produktmanager und Videoproducer angestellt. War dann 2 Jahre bei der XEO als Project Manager und Product Owner und bin nun seit 2,5 Jahren bei Zelum und verantwortlich für den Bereich Work. Das heißt, um was geht es heute? Der große Fokus liegt darin, einfach wie kann man effizienter arbeiten. Jedes Unternehmen hat natürlich hier eigene Metriken und hat eigene Prozesse, wie man es machen kann. Ich habe jetzt sehr stark an alle meine Jobs gedacht und besonders halt retrospektiv geschaut, wie war es früher bei mir zu den Printzeiten und halt auch in diesem großen Umschwung der digitalen Zeiten. Und für all jene, die sich hier wiederfinden, es gibt Lösungen. Für all jene, die sagen, gut, das habe ich schon hinter mir, können sich jetzt die nächsten Minuten zurücklehnen und können einfach entspannen, was ich hier nun zeigen werde. Es geht darum, ich möchte eine Broschüre erstellen. Ganz ein simpler Auftrag. Marketing kommt zu mir und sagt einfach, hey, klipp und klar, hier die Broschüre, hier ein paar Fotos, hier ein paar Texte. Deadline, wie immer, ist sehr knackig, aber geht sich alles aus. Das heißt, in meinem Beispiel gibt es die Melanie. Die Melanie arbeitet im Marketing. Es gibt die Veronika, die die Vorgesetzte der Melanie ist. Es gibt den Gernot. Der Gernot ist der Grafiker. Und last but not least haben wir den Timo. Und der Timo ist der Texter. Und wie schaut es nun aus? Die Veronika stellt der Melanie ein Briefing zusammen. Gehen das Ganze durch, es ist soweit einmal klar, was passieren soll. Die Melanie braucht nun, um diese Broschüre zu erstellen, den Gernot als auch den Timo. Was macht sie? Sie schickt ein E-Mail aus, in diesem Fall ein Microsoft Office Outlook, ganz, ganz klassisch. Wir alle kennen es in dem Briefing. Keine Ahnung, 1, 2 Seiten, alles ist einmal im Detail erklärt. Daraufhin, die beiden Herren lesen sich das durch. Was passiert ist, es kommt ein Meeting raus. In diesem Meeting geht man dann erst die Ideen durch. Man versucht ein wenig darüber zu philosophieren, was möchte man jetzt genau erreichen. Der Outcome aus dem Meeting ist sehr, sehr gut. Was passiert im nächsten Schritt? Melanie schickt ein E-Mail mit dem Outcome aus diesem Meeting weiter an Veronika. Veronika liest sich das Ganze durch, befindet es schon als sehr, sehr gut, aber sie hat noch Anmerkungen und schickt die Anmerkungen, wir wissen es jetzt seit Corona, jedes Unternehmen hat jetzt Microsoft Teams oder Slack oder andere Tools im Einsatz, das Feedback direkt zurück über Microsoft Teams. So, jetzt haben wir schon einige Kommunikationswege durchgekoren. Was passiert im nächsten Schritt? Das Feedback, was Veronika hat, bezieht sich großteils auf die Idee der Fotos für die Broschüre. Das heißt, das ganz simple Beispiel, ich treffe jetzt dann den Kollegen, also in diesem Fall Melanie, trifft den Kollegen Gernot bei einem Café. Ach Gernot, das wollte ich dir noch sagen. Bitte bei den Fotos müssten wir dies und jenes noch adaptieren. Ich hoffe, es findet sich keiner von Ihnen wieder. Im nächsten Schritt hat Gernot schon den Fotografen gebrieft. Der Fotograf erstellt Fotos. Er schickt diese Fotos mit einem Dropbox-Link direkt an Gernot weiter. Gernot an sich kann jetzt aber nicht sagen, ja, diese Fotos sind die richtigen. Er braucht das Go von Melanie als auch von Veronika. Das heißt, was macht Gernot? Gernot schickt eine Teams-Nachricht mit dem Dropbox-Link. Die Kommunikation steigt, die Komplexität nimmt zu. Die Leute wissen nicht mehr eigentlich, wo sind all ihre Sachen beheimatet. Melanie schaut sich das Ganze durch. Melanie findet die Fotos schon ganz passabel. Aber die letzte Entscheidung muss Veronika treffen. Was macht sie? Sie leitet es natürlich weiter an Veronika. Die nächste Teams-Nachricht, wir kennen das dann auch, es gibt jetzt dann immer in Outlook, kann man einen Termin erstellen, kann in dem Termin dann auch drin kommunizieren. Das heißt, es gibt dann gar nicht mehr diese 1-zu-1-Kommunikation in einem Chat mit Veronika und Melanie, sondern es gibt dann noch in dem Meeting, wo dann auch noch ein Kommentar landet. Das heißt, Komplexität Level 2.0 wurde erreicht. Was machen Sie? Sie setzen sich wieder zusammen. In diesem Termin besprechen Sie dann und beschließen, welche Fotos sollen nun genommen werden. Für all jene, die sich fragen, was mit dem Timo passiert, der kommt auch noch dran. Das heißt,
Nach dem Termin kommt dann einfach wieder eine E-Mail zurück von Veronika an Melanie. Nun, Timo ist auch im Spiel. Timo bekommt jetzt dann einfach von Gernot die Fotos, beziehungsweise sagt ihm dann, okay, wir brauchen diese und jene Texte noch. Timo macht sich ans Werk, schickt die Texte an Gernot. Gernot hat nun einen ersten Draft. Mit diesem ersten Draft von Fotos, von Texten plus dem Ziel, wir möchten eine Broschüre zum Datum X erstellen, geht dieser Draft zurück an Melanie. Jetzt stellen wir uns vor, das ist jetzt dann ein Unternehmen, wo halt alles noch compliant sein muss, wo dann noch jemand drüber schauen muss. Nun kommt Johann ins Spiel. Johann ist der Jurist des Unternehmens und er schaut sich jetzt diesen Draft an. Melanie hat ihm diesen Draft jetzt über Microsoft Outlook wieder mal geschickt und hat den Draft einfach angehängt. Einen Schritt habe ich vorher ganz vergessen, bin ich drüber gesprungen, dass die Melanie, wir sehen es hier dann wieder rauf zum Gernot, nach der Festlegung der Fotos die Fotos auf einem internen Laufwerk speichert, auch das ist gang und gäbe, und schickt dann einfach den Link von dem internen Laufwerk an den Gernot weiter. Der muss natürlich wieder wissen, wie es ist. Für all jene, die vorher schon gesehen haben, ich als Mac-User, ich verzweifle immer, sollte mir jemand ein internes Laufwerk schicken, weil ich es einfach nicht finde. Das ist mit Windows deutlich leichter. Aber um zum Schluss zu kommen, Johann schaut sich nun diese Broschüre an, gibt sein Feedback noch dazu. Natürlich nicht direkt auf die E-Mail, sondern machen wir es einfach noch schöner und er schreibt dann einfach in Microsoft Teams zurück. Und am Ende des Tages, da gibt es jetzt dann noch sehr, sehr viele mehr Schleifen. Also wenn der Prozess so einfach wäre, dass das mit 2 Meetings und 3, 4 Kommunikationskanälen abgewickelt wäre, dann wäre, glaube ich, jeder glücklich. So ist es nicht. Darum, dieses Beispiel soll einfach sehr vereinfacht darstellen, wie momentan der Weg von ich habe einen Auftrag, ich habe ein Ziel bis zur fertigen Broschüre aussieht, in der Regel. Ich kann mich nicht erinnern, dass es bei mir jemals so einfach war wie hier. Aber das große Problem ist, und da werden wir jetzt einfach dann im Laufe der Präsentation darauf eingehen, es gibt natürlich Möglichkeiten, Tools, die das Ganze unterstützen. Das heißt, unser Credo ist es einfach, make content work. Und Content ist wirklich alles. Content ist jetzt nicht nur das Bild, was jetzt der Gernot der Grafik hat, sondern Content ist auch ganz, ganz stark Text. Auch dort, was wir jetzt da einfach als Zählung versuchen, ist, wir ermutigen und wir empowern Marketing-Teams, dass sie Content erstellen können. Das ist der Fokus, den wir dann uns heute ansehen werden, den Content zu managen und dann am Ende des Tages auch zu distribuieren, zu orchestrieren. Gut. Das einfach ganz kurz zusammengefasst, einfach damit Sie einen Überblick haben, worauf wir jetzt dann später noch näher eingehen werden. Diese drei Kernbereiche, die wir haben mit Create, Manage, Route, ist etwas, was wir einfach versuchen, wirklich in unserer Story einfach auch immer mitzugeben. Das heißt, wir werden uns heute ganz stark das Thema Teamwork anschauen, das Thema Visual Feedback, das Task Management, damit eben genau diese 15 Schleifen, wie sie hier zusammengekommen sind, mit hier einer Nachricht, hier beim Kaffeeautomaten, hier noch eine E-Mail, damit das Ganze einfach nicht passiert. Das Thema Workflows und Automatisierungen, bei uns heißen sie Robots. Ganz, ganz essentielles Thema. Und das sind dann auch meine zwei Use Cases. Also wir haben jetzt nicht nur Marketing-Slides, sondern ich möchte auch ein wenig auf unsere Kunden eingehen, wie die es nutzen, damit einfach auch ein paar Learnings mit dabei sind. Wenn wir uns das Thema mit Proofing noch ansehen, bei den anderen Bereichen wird der Kollege morgen noch näher darauf eingehen, wo es halt dann wirklich den Fokus darum gehen wird, um das Manage und das Routing, aber er geht wirklich die komplette Supply Chain durch. Ganz spannendes Thema, einfach morgen dann zuschauen. Ja, und last but not least, um das abzuschließen, alles was passiert, wir wissen es alle, wir selbst sind zu Hause, hat jetzt jeder schon 100.000 Mal gehört, aber die Kunden sind überall, da gibt es auch keine Unterscheidung zwischen du bist B2B, du bist B2C, am Ende des Tages sitzt immer ein Mensch, auch wenn er für ein B2B-Unternehmen arbeitet. Oder ob er jetzt einfach zu Hause sich das Champions League-Finale ansieht. Dementsprechend, ob das jetzt B2B, am POS ist, Social, Mobile, Print, Web, Content muss überall richtig aufbereitet sein. Nur dann wirkt es, nur dann können Leute wirklich Kaufentscheidungen machen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn kein Content da ist oder schlechter Content da ist. Gut, das heißt, wie wir es anlegen, wir haben 6 Säulen. Und diese 6 Säulen sind für uns das Digital Asset Management. Das ist, wo unsere Wurzeln liegen.
Dadurch sind wir stark geworden, dadurch kennt man unseren Markt. Wir haben aber gesehen, dass sich der Markt natürlich stark verändert. Und ein großer Fokus liegt momentan darauf, Workflow-Prozesse zu schaffen. Also mit allen oder mit den meisten Unternehmen, mit denen wir reden, geht es am Ende des Tages immer darum, ich hätte gerne ein Ja. Ich hätte gerne eine Freigabe für dieses Piece-Content. Und wenn das nicht gegeben ist, dann funktioniert es nicht. Dementsprechend Leute gestalten Prozesse, aber am Ende des Tages, das Endziel ist es, eine Freigabe zu erhalten. Der Prozess soll dem Ganzen einfach nur unterstützen. Dadurch auch das Thema der agilen Kollaboration. Durch Corona, natürlich, wir haben es alle mitbekommen, wir sind auf einmal ins Homeoffice gegangen. Für die meisten von uns war es jetzt nicht das große Thema. Wir haben den Laptop geschnappt, haben uns zu Hause hingesetzt und konnten weiterarbeiten, wenn schon gewisse Tools im Einsatz waren. Auch das Thema von Workflows und Automatisierungen. Wie schon eingangs erwähnt, bei uns sind diese Automatisierungen sogenannte Robots. Wir versuchen einfach, stupide Tasks, wiederkehrende Tasks, auf die Leute immer wieder vergessen, ihnen einfach zu helfen, indem sie es einmal einrichten und dann exekutiert es der Robot. Das Thema Online-Proving kommt natürlich eins zu eins in dieses ganze Konstrukt mit dazu. Ich möchte nicht mehr die Dinge ausdrucken, Annotations setzen, dann meinem Designer geben. Nein, ich hätte gerne einfach eine Möglichkeit, wo ich gesammelt Feedback sammeln kann. Weiter das Thema File Sync and Share. Sehr viele Personen arbeiten einfach lokal, die arbeiten jetzt nicht dann vollgehend in der Cloud. Dementsprechend brauchen sie einfach die Möglichkeit, offline auf ihrem PC oder Mac darauf zugreifen zu können, Dinge zu bearbeiten und auch wieder zu speichern. Und last but not least, einfach Integrationen und Marketplace. Das ist jetzt etwas, was jetzt hauptsächlich in das Thema des Digital Asset Managements reinfällt, weil dort einfach die meisten Integrationen bei uns möglich sind. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch für dieses Thema Work, wo wir jetzt dann heute drüber reden, auch die erste Integration mit einem 3D-Support, der jetzt momentan auch, also dieses Thema wird einfach immer relevanter am Markt, weil es einfach viele Kunden gibt, die einfach sagen, okay, wir haben mehr und mehr 3D-Files und ich möchte diese 3D-Files abbilden können. Das heißt, wieder ein Sprung zurück. Was ist jetzt eigentlich drinnen für Melanie? Ich habe ein Beispiel mitgenommen von Klaas. Bei Klaas ist der Hauptfokus, sie hätten gerne einfach nur eine Selektion. Geht es jetzt gar nicht um die Freigabe, das ist dann noch das zweite Beispiel, was im Anschluss folgen wird. Hier geht es nun wirklich darum, ich möchte einfach eine Auswahl treffen. Ja, nein, ja, nein, 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 ja, ja, ja. Das heißt, wie schaut es bei dem Kunden aus? Das ist jetzt einfach nur eine Darstellung. Das variiert natürlich, ist jetzt nur ein Beispiel. Bei Klaas gibt es einen Fotografen. Der Fotograf, also für alle, die nicht wissen, Klaas macht diese wunderschönen Maschinen, die uns alle täglich dann mit Nahrung versorgen. Das heißt, diese ganzen landwirtschaftlichen Maschinen gibt es natürlich sehr, sehr viel mehr. Aber was macht der Fotograf? Der Fotograf ist direkt am Feld und der schießt die Fotos. Er hat bei uns jetzt dann Zelum installiert. Das heißt, er hat das DAM und er hat Workrooms und er hat den Drive Client. Wenn er die Fotos macht, lädt er diese Fotos umgehend via Drive hoch. Schauen wir uns dann näher noch an. Die Fotos gehen jetzt dann in ein Projekt rein. Ein Projekt ist bei uns ein Workroom. Und in dem Workroom gibt es dann ein Taskboard, klassisches Kanban-Board, das werden die meisten von Ihnen auch kennen, vielleicht auch täglich im Einsatz haben, wo Sie dann einfach definieren, Spalte 1, das ist neu, Spalte 2 ist selektiert, Spalte 3 ist ausgelassen oder rejected, wie auch immer. Und das Ganze wird jetzt dann auch mit einigen Automatoren hinterlegt, damit einfach der Fotograf sich um nichts kümmern muss, außer dass er Fotos hochlädt. Der Rest wird vom System übernommen. Und am Ende des Tages, was ist das Ziel? Sollen alle freigegebenen Fotos in das DAM exportiert werden zu einer speziellen Collection oder Knoten oder Node, wie auch immer wir jetzt dazu sagen möchten. Aber einfach an einen spezifischen Ort. Das heißt, von diesen 6 Pillars, die wir uns jetzt im Vorfeld angesehen haben, sind 4 Pillars relevant. Es ist die Agile Collaboration, es sind die Workflows and Automation, das Online-Proving und File Sync and Share. Schauen wir noch kurz rein, wirklich, wie das dann bei dem Kunden aussieht. Also von den Grafiken her sind es jetzt einfach Demos, aber rein, damit Sie sich es auch vorstellen können. Klassisches Kanban-Board, wo einfach der Prozess im Detail definiert ist. Das heißt,
Ich brauche auch keine Coding-Kenntnisse. Das kennt man ja von anderen Tools. Jeder, der irgendwie mal mit Jira oder so in Berührung war, Jira ist ein super tolles Tool. Aber man verzweifelt. Also gerade für die Zielgruppe, der Marketer, der Designer, von Printlern, das ist zu komplex. Dementsprechend haben wir einfach versucht, ohne Coding, ohne irgendwas. Und ich kann sofort einen visuellen Prozess starten und ich kann sofort sagen, okay, von der Spalte To Do in die Spalte Next kann ich Tasks verschieben. Das heißt, ich kann auch schon einschränken, ich möchte gar nicht, dass jemand von der Spalte To Do in die Spalte in Progress schieben kann. Wenn ich es definiere, natürlich geht's. Das passiert halt dann eben auch bei Klaas. Das Weitere ist, was ich jetzt schon angesprochen habe, sind die Robots. Bei den Robots ist jetzt hier bei dem Klaas-Beispiel ganz konkret, die sagen, okay, ich gehe hierher, ich definiere mir einen Robot und ich kann bei dem Robot sagen, dass wenn ein neuer Task erstellt wird, dann assignen automatisch Person X, könnte in diesem Fall jetzt dann sein, der Gernot und der Timo, beide bekommen ihr Briefing in dem Tool, ich brauche kein E-Mail mehr ausschicken und beide wissen dann sofort, was für sie zu tun ist. Ich kann das Ganze dann natürlich auch weiter durchspielen und ich sehe auch hier dann schon einige Varianten an Robots, die zur Verfügung stehen. Ich kann auch sagen, ich kann ein Due Date setzen. Jede Spalte kann oben auch noch ein eigenes Due Date haben. Ich kann dann hier zum Beispiel einen Robot definieren mit dem Due Date, wo ich dann sage, wenn der Task in die Taskliste approved verschoben wird, dann setze das Due Date, keine Ahnung, der 6. Oktober 2021. Und das kann ich einfach immer so durchspielen. Ganz häufig, auch bei diesen Kunden, ist eher das Thema, die sind fertig mit der Arbeit, da landet es in approved, nach wie vor ist ein Due Date am Task und nach wie vor ist eine Person zugewiesen. In der Softwareentwicklung, wenn ich mit meinem Team arbeite, bei uns ist es einfach so eingestellt, dass immer diese Dinge automatisiert sind. Das heißt, auch in Anlehnung dessen haben wir einfach versucht, wie können wir es einfacher, schneller und effizienter in Workrooms abbilden. Dementsprechend ist dann bei uns, wenn ein Task fertig ist, bitte Due Date entfernen, auch diese Möglichkeit gibt es, oder einfach alle Personen anassignen, damit es bei dieser Person gar nicht mehr aufscheint. Ist meistens noch wichtiger, als wie ich kann eine Zuweisung machen. Dann sind wir bei dem Thema, was vorher angesprochen worden ist. Ganz zu Beginn ist der Fotograf am Feld, das heißt, hat halt einfach einen Hotspot erstellt und lädt einfach via unserem Drive-Client, den sehen wir hier auf der rechten Seite, die Fotos, die ihr dann hier seht, direkt in Workrooms hoch. In Workrooms werden sie dann einfach umgewandelt in einen Task. Ja, eine der besten Funktionen, obwohl es so simpel ist, aber es hilft einfach immens, damit ich diese ganze Flut von E-Mails, von Slack-Nachrichten etc. nicht mehr habe, gibt es einfach, wenn ich ein Tool nutze, die Möglichkeit, einfach jemanden zu taggen. Also ein klassisches Add-Menschen. Machen viele Tools mittlerweile, ist jetzt kein großer Customer Value, es ist einfach wirklich ein nettes Feature, aber man kann es nutzen. Warum? Es bleibt einfach alles in einem Hub. Ich habe nicht mehr, wie bei dem Beispiel, was ich eingangs gezeigt habe, 30 E-Mails, die hin und her geschrieben werden, plus 15 Slack-Nachrichten, plus den Termin, wo noch Nachrichten sind, oder am schlimmsten die Kaffeeküche, ach ja, das wollte ich dir noch schnell sagen. Es gibt einfach einen zentralen Ort, wo einfach Feedback gelagert wird. Beim Online-Proving, da kommt dann später noch ein schöneres Beispiel, aber um was geht's? Es gibt Tasks und es gibt Files und ich kann auf beiden Feedback geben. Aber natürlich ist es jetzt schöner, auf einem Task direkt ein visuelles Feedback geben mit Annotations. Die werde ich jetzt dann auch noch bei dem zweiten Use Case näher beschreiben und herzeigen können. Ja. Und ganz am Ende des Prozesses, also jetzt ist Klaas wirklich durchgegangen, sie haben die Fotos gemacht, im Vorfeld hat schon ein Moderator, der diesen Workroom hat mit seinem eigenen Projekt, wo dann auch spezifische Personen eingeladen wurden, die für diesen Prozess notwendig sind, alles definiert, die Fotos wurden hochgeladen, es wurde die Selektion getroffen, ja, von diesen 100 Fotos, bitte diese 30 Fotos wurden in die Taskliste approved, verschoben, 70 andere wurden in rejected verschoben und alle diese 30 approveden Files, die jetzt einem Task angehängt sind, können jetzt dann automatisch mit dem Robot in das DAM, also in den Content Hub, wie wir sagen, exportiert werden. Ich kann natürlich das Ganze auch manuell machen, wenn ich jetzt keinen Robot definiert habe, aber
wir reden ja eigentlich darum, wir wollen Prozesse beschleunigen, Prozesse effizienter gestalten. Zweites Beispiel, eine Supermarktkette. Bei denen geht es jetzt nicht nur darum, eine Selektion vorzuführen, sondern dort ist wirklich das Haupt- oder der Hauptfokus, ich möchte eine Freigabe. Ganz konkret, da gibt es schwarz oder weiß, das ist einfach wirklich, ja, mein Vorgesetzter muss mir das freigeben. Das heißt, wie schaut der Prozess aus? Wir kommen natürlich aus dem Damm, dementsprechend, ich kann aus dem Damm heraus auf einer Collection den Prozess starten. Das ist der erste Schritt. Ich kann dann als Moderator diese Person, die diesen Prozess startet, umgehend diesen Prozess definieren, wie wir dann auch wieder auf der nächsten Slide sehen werden. Wie soll das Ganze einfach ablaufen? Welche Schritte sind zu tun? Wer darf was verschieben? Und so weiter und so fort. Dann ist das ganze Team von Marketern und Designern unterwegs, arbeitet an den Files, können Feedback geben, bis am Ende des Tages einfach wieder die freigegebenen Files zurück exportiert werden in das DAM und die können dann einfach weiter distribuiert werden. Das heißt, was ist jetzt drinnen? Wieder gemessen an diesen sechs Säulen haben wir das Thema der Agile Collaboration, der Workflows und der Automation, als auch das Thema mit Online-Proofing. Wir kennen es alle, wir haben einen Prozess, dieser Prozess wird als gut empfunden und ich weiß im Vorfeld oft noch nicht, wie soll dieser Prozess genau aussehen. Dementsprechend geben wir einfach jetzt dann den Usern und Kunden die Möglichkeit, diesen Prozess einmal zu definieren oder, wenn ein Prozess über einen längeren Zeitraum schon erfolgreich gestaltet wurde, diesen einen Workroom, dieses Projekt zu speichern und für später zu verwenden. Das heißt, ich sehe es dann auch hier, ich kann dem einen Namen geben, das ist mein Marketingprozess, meine Daily Work oder Design and Marketing. Das kann man nennen, wie man will. Ich kann es auch editieren, ich kann es dann wiederverwenden, ich kann es einfach auch für andere zugänglich machen, ich kann es auch nur für mich selbst verwenden. Im zweiten Schritt, was wir auch vorher schon gehabt haben, definiere ich wieder den Prozess. Sehr, sehr oft ist einfach wirklich dann das Thema, gerade jetzt bei größeren Kunden, die haben einen sehr, wie soll ich sagen, ausartenden Prozess, wo wir jetzt dann nicht nur einfach 3, 4 von diesen Tasklisten haben, wir haben 18 Tasklisten. Von der kleine Maxi Huber bis zum Vorstandsvorsitzenden, der eine Freigabe erteilen muss, versuchen wir das Ganze einfach wirklich ganz, ganz simpel in einem Tool abzuwickeln und alle Personen, die daran arbeiten müssen, werden einfach dann eingeladen und dieser Prozess wird einfach bis ins kleinste Detail dann durchgekaut und es funktioniert so und es ist einfach für die Menschen, die das bedienen, sehr, sehr einfach, weil sie, wie schon gesagt, einfach nur hier klicken brauchen. Und sie können das Ganze auch bidirectional machen, also auch zurückführend. Wenn man das doppelklickt, dann geht dieses nette Pfeilchen einmal vor und einmal zurück. Also sehr, sehr simpel. Auch hier wieder, jetzt haben wir uns das letzte, also bei dem ersten Use Case schon die Robots angesehen. Jetzt beim zweiten gibt es jetzt einfach noch das Thema mit den sogenannten Tasklist-Ownern. Was ist ein Tasklist-Owner oder auf Deutsch übersetzt ein Tasklistenverantwortlicher. Ich tue mir mit dem Wording ein wenig schwer, darum ist es bei uns eher immer Tasklist Owner. Wir sehen, wir haben jetzt die Taskliste in Progress und ich habe 3 Leute hier definiert. Und ich kann diesen 3 Leuten nun die Freiheit oder eigentlich auch die Einschränkung geben, dass nur diese 3 Leute mit den Tasks weiterarbeiten dürfen, weil strikter Prozess, nicht jeder darf einen Task verschieben, nicht jeder darf Freigaben machen. Dementsprechend sagen wir einfach, okay, es gibt 2 Möglichkeiten, auch bei diesem Fall jetzt bei der Handelskette, die arbeiten sehr strikt, dementsprechend nehmen sie dann einen Robot, der Robot ist dann auf diese Tasklist-Verantwortlichen bezogen und die sagen, wenn ein Task von der Spalte in Progress zu Approved verschoben wird, dann darf ihn nur der jeweilige Tasklist-Owner, müsste jetzt hier in diesem Beispiel dann hier die Tasklist-Owner definiert sein, nur die dürfen den Task dann A verschieben und B bearbeiten. Man kann auch sagen, es soll nicht ganz so strikt sein, es soll nur ums Verschieben gehen. Das Bearbeiten ist zum Beispiel nicht so wichtig. Wie gesagt, bei diesem Kunden ist es aber so und die machen halt immer eine wirklich harte Restriktion. Wichtiges Thema ist immer, jetzt, ich kann den schönsten Prozess definieren, ich kann das beste Tool haben. Ganz, ganz wichtig ist, ich muss auch sehen, was zu tun ist. Das heißt, ich muss Transparenz schaffen. Diese Transparenz versuchen wir einfach mit einem sehr einfachen, ohne, auch hier wieder ohne großartige Komplexität schaffenden
Cockpit. Das heißt, ich sehe einfach meine Aufgaben, ich kann diese Aufgaben sortieren nach Name, ich kann sie nach Datum sortieren und ich sehe einfach dann schon, oh, es ist rot, klassische Ampelfarben, das ist rot, ich muss daran arbeiten, die Deadline ist schon gegeben. Also jeder, der jetzt hier schaut, ja, es sollten alle rot sein, aber in diesem Beispiel nicht. Ich sehe auch, wer ist an diesen Task zugewiesen, in welchem Prozessschritt ist dieser Task gerade und natürlich auch in welchem Workum, also sprich in welchem Projekt befindet sich der Task. Und dementsprechend in der Früh kann ich einfach, nachdem ich Outlook gestartet habe, nachdem ich Microsoft Teams gestartet habe, kann ich einfach noch das Tool, das ich halt in Verwendung habe, öffnen, nachschauen. Ich sehe alle meine Aufgaben und ich kann meine Aufgaben Step by Step durchgehen. Gibt natürlich auch hier wieder unterschiedliche Typen. Die einen brauchen das, die ihre Aufgaben klipp und klar heruntergeschrieben haben von ihrem Vorgesetzten. Die anderen, diese klassischen Y-Typen, wissen eh, was zu tun ist. Denen muss man nicht sagen, was sie machen sollen. Gut, was noch? Ganz wichtiges Thema, jeder kennt es. Ich glaube, es gibt keinen in dem Raum, oder ich würde diese Person wirklich bewundern, wenn man eine Präsentation macht. Die Präsentation fängt an, keine Ahnung, ich setze vorne ein Datum, schreibe dann hin, für was es ist. Zum Beispiel für mich war die Präsentation jetzt 02021/10/05_print. Ja, wir wissen, wie es dann ausartet. Es kommt dann Final, es kommt Final 2, Final 3, Final _ Feedback von der Vorgesetzten. Und ich drehe dann wieder 15 Schleifen und am Ende des Tages, verdammt, was war wirklich eigentlich jetzt die letzte Datei? Ich weiß es nicht. Und so geht es den meisten. Es ist bei mir auch, wenn ich zum Beispiel mit meinen Marketingkollegen oder mit meinen Designern arbeite, ich kriege jedes Mal ein neues File, weil jemand immer Anmerkungen macht. Hey Leute, wir haben ein Tool, nutzt es. Ich kann die Datei einmal hochladen, die Datei hat einen Namen, wir können uns da drin austoben mit dem Namen, wir können ihn Panamarama nennen, wie auch immer, was jedem gefällt. Aber bitte, macht eine Versionierung. Noch dazu, durch das, dass ich diese Versionierung habe, ich habe einfach einen klaren Stand, was ist wo und wann passiert. Auch das ist jetzt keine Rocket Science, viele bieten es, aber man muss es einfach leben, darum geht es mir. Und dementsprechend, ich kann auch dann Feedback setzen, zum Beispiel auch für diese Präsentation. Ich habe mit meinen Kollegen zusammengearbeitet, wir hatten einen Workroom, da waren jetzt dann 3-4 Kollegen drinnen und wir haben einfach dann gemeinsam an einer Präsentation gearbeitet oder an der Broschüre, also die Melanie bin eigentlich ich, wenn ich mit meinen Kollegen arbeite. Und wir versuchen dann einfach wirklich in dem Workroom drinnen alles zu sammeln, was wir brauchen, damit einfach keine Informationen irgendwo untergehen und damit wirklich alles zusammen ist. Und das Schöne ist, ich kann einfach visuelles Feedback geben auf jede Version. Ich kann mir auch diese Versionen dann gegenüberstellen und kann mir dann einfach beide Versionen anschauen. Wurde mein Feedback, was ich dem Kollegen gegeben habe, eingearbeitet oder nicht? Denn das ist natürlich auch immer so eins dieser Kernthemen. Ich gebe Feedback, der Kollege macht einen Checkmark oder es ist vielleicht zu viel Feedback. Naja, dann ist das Feedback nicht eingearbeitet. Aber das will ich ja, darum habe ich mir das Feedback gegeben. Und darum muss er sich nicht ausdrucken, darum muss ich nicht in sein Büro gehen und ihm über die Schulter schauen. Nein, er hat das Tool, nutze es, schau dir einfach an, auf was habe ich dir Feedback gegeben. Und am Ende des Tages, das ist ja das Ziel, was wir dann erreichen wollen, um auch jetzt noch einmal auf dieses Beispiel jetzt nicht nur, wie es bei uns jetzt bei der Zählung ist, sondern auch auf diese Handelskette näher einzugehen, die haben diesen Prozess jetzt dann gleich durchgekaut. Die haben auf alle ihre Files Feedback gegeben, wo Feedback vonnöten waren. Und sie haben das Ganze mit den Robots aufgesetzt, sie haben den Prozess aufgesetzt. Der Task ist nun von Spalte 1 in Spalte 15 gewandert und jeder hat es freigegeben. Der Marketing-Verantwortliche hat es freigegeben, der Vice President Marketing hat es freigegeben, Sales hat es freigegeben und am Ende des Tages hat es auch noch der Vorstandsvorsitzende freigegeben. Und dann wird das Ganze einfach wieder in den Content Hub, sprich in das Digital Asset Management hinzugefügt, in die entsprechende Collection. Und alle können dann weiterarbeiten. Von hier an passiert dann einfach nur noch das Managen von Content beziehungsweise die Orchestrierung und die Distribution von dem Content. Das heißt, wie helfen wir dann Melanie? Wie helfe ich mir? Wie kann es jedem anderen helfen? Weil ich glaube, es geht sehr, sehr vielen gleich. Es gibt Tools. Ich habe hier noch eine Grafik angeführt, die einfach sehr, sehr spannend ist, die sehr aufschlussreich ist.
Wir haben 28% unserer Arbeitsleistung. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Deutschland ist. In Österreich haben wir eine 38,5-Stunden-Woche am Papier. Dementsprechend, ich verwende jetzt von diesen 38,5 Stunden 28%, laut einer Studie, also die Studie ist von McKinsey, damit E-Mails zu lesen und auf E-Mails zu antworten. Bei einigen wird es mehr sein, bei anderen weniger. Ich mag keine E-Mails. Dementsprechend, ich habe E-Mails nur in der externen Kommunikation. Intern gibt es bei uns Gott sei Dank kaum noch E-Mails. Aber 28% ist richtig viel Zeit. Das heißt, es ist ein Viertel, knapp 10 Stunden, ein bisschen weniger, die ich in der Woche rein mit E-Mails mich aufhalte. Dann habe ich noch 19%, wo ich einfach nur Informationen sammle. Genau dieses Beispiel, was ich eingangs erwähnt habe. Information hier, Information dort, Information hier, Information dort. Ich brauche einfach viel zu lange, um alles zu finden, wenn ich nicht einen Single Hub habe. Und dementsprechend habe ich dann noch 14% einfach in der internen Collaboration mit meinen Kollegen, damit einfach alle Dinge dann wieder an Ort und Stelle sind. Und ja, damit man die 100% voll machen kann, gibt es noch 39%, in denen die Personen wirklich der Aufgabe nachgehen, für die sie eingestellt sind. Das heißt, zusammenfassend, es gibt viele Tools. Mit Workrooms haben wir halt einfach versucht, ein Tool für die Bedürfnisse von Marketern, Designern, Publishern etc. zur Verfügung zu stellen, wo sie sich einfach wiederfinden können, wo sie insbesondere das Thema mit dem Online-Proofing und dem visuellen Feedback einfach arbeiten können, damit sie eben nicht 2, 3 unterschiedliche Tools brauchen. Gibt es ja natürlich auf dem Markt, hier gibt es ein Add-on, nimm dir das dazu, dort kannst du deine Files speichern, hier kannst du dann dies und jenes. Funktioniert, alles möglich. Wir haben es einfach versucht, wir machen ein Best of Breed, geben einfach alles in ein Tool zusammen. Dementsprechend, ich möchte einfach beschleunigen, wie ich zu Content-Freigaben komme, eben durch diese ganzen Prozesse plus das visuelle Feedback. Ganz einfach, ich möchte einfach diesen kompletten Kreativprozess, den wir eingangs eben gesehen haben, mit diesen 2 Meetings nur, in der Regel werden es ja dann, kann man noch eine 0 dranhängen, soll einfach vereinfacht werden. Die Meetings sollen ja nicht wegfallen, aber die Meetings sollen einfach effizienter gestaltet werden. Und natürlich großes Thema, gerade in Europa, GDPR-konform mit dem Drive-Client. Das heißt, wir kennen es, Files sind in einem Repository, ich sauge sie mir runter, kann damit arbeiten und fertig. Das heißt, was wir machen wollen, make content work. Ganz, ganz wichtig, jedes Piece of Content trägt dazu bei und soll einfach funktionieren. Dementsprechend, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Soll es Fragen geben, lieben gerne. Also prinzipiell jetzt in der Collection, da sind wir jetzt dann wirklich schon im Content Hub drinnen. Nein, für das gibt es eben Workrooms oder halt jetzt nur kurz Work, wo halt die Kommunikation ablaufen soll. Es wird aber gerade daran gearbeitet, das ganz einfach in Experience more seamless zu machen. Berechtigte Frage. Momentan ist es so, die Deadline kann gesetzt werden, aber wir haben jetzt gerade noch eine User Story offen, dass einfach gewisse Automatisierungs-E-Mail dann noch getriggert werden, wenn was ist. Momentan ist es wirklich direkt auf User Action bezogen. Leider noch nicht. Wurde heiß diskutiert. Ich glaube, jedes Unternehmen weltweit hat jetzt in den letzten 1,5 Jahren über Schnittstelle zu Microsoft Teams, Slack etc. nachgedacht. Wir haben uns dann zu Beginn eigentlich dafür entschieden, haben es aber dann auf on hold gesetzt, weil einfach andere Themen für uns eine höhere Priorität haben, die halt jetzt dann in den nächsten Wochen ausgerollt werden. Dementsprechend momentan nein. Aber ich kann den Link halt natürlich drin sharen und halt dann zumindest meinen Anker darin haben, damit ich dann eben nicht diese 15 unterschiedlichen Kommunikationswege habe, sondern da ist einfach das Task oder der File, das kann ich sharen. Also eine Fotobearbeitung an sich gibt es nicht. Gibt es jetzt auch nur, also ich hätte jetzt ad hoc kein Tool, das jetzt wirklich mehr auf diese Work-Komponente ausgelegt ist, wo das geht. Was bei uns halt einfach der Vorteil ist, durch das, dass ich Drive habe, brauche ich es nicht runterladen, sondern ich kann es einfach ich kann es bei mir lokal öffnen, kann das Foto bearbeiten, klicke auf Save und das Foto ist sofort online editiert und für alle verfügbar.
Ja, es gibt, wir haben eine Kooperation oder ein Add-on, ein Plugin mit CI Hub, ist jetzt aber nicht in WorkOMS drinnen. Das ist dann im Digital Asset Management Tool. Nein, gibt es jetzt momentan nicht. Sie können es nur definieren, aber Sie müssten es halt dann dennoch noch kontrollieren, ob das jetzt umgesetzt ist. Also hier beim Online-Proving, bei diesem ganzen Visual Feedback mit den Annotations, geht es eigentlich wirklich eher darum, zu sagen, hey, bitte hier das Logo setzen, hier den Text adaptieren, diese Dinge. Aber jetzt, das ist schon ein sehr konkreter, detaillierter Punkt, müsste man sich ansehen, ob es da einfach jetzt von mehreren Kundenpartnern einfach diese Anforderungen gibt, dann kann man das einmal evaluieren. Wie gesagt, wir haben jetzt wirklich Großteils unserer Integrations sind im DAM und bei WorkOMS ist jetzt gerade die erste Erweiterung gekommen mit dem 3D-Support. Also es ist jetzt gerade also im Sommer, glaube ich, war das im Content Hub ausgerollt worden, also das ganze File Manipulation und Cropping und ist etwas, was wir dann auch in WorkOMS noch nachziehen werden. Ist natürlich genau das, ich hätte nur diesen Bildausschnitt, kann ich selbst schnell einfach machen, brauche ich keinen Grafiker dazu. Also, wie gesagt, sind viele Themen, die auch auf der Roadmap sind, das ist natürlich auch so ein Thema, wo wir halt jetzt gerade schauen, okay, wie priorisieren wir richtig, welcher Impact hat jetzt einfach dieses Feature für so viele User, dieses Feature für so viele User. Aber zumindest im Content Hub geht es und das Thema Workrooms, und es wird halt zukünftig wirklich eher nur auf Work ausgelegt, hat halt den Fokus auf die Kollaboration. Aber dann wirklich das Veredeln, das passiert, also das ganze Managen von Content im Content Hub und darum wird halt auch diese Experience dann noch stärker ineinander geflochten, damit es einfach, ja, für den User leichter ist, weil ein Feature ist hier, ein Feature ist dort. Darum arbeiten wir jetzt eigentlich gerade daran, das Ganze einfach noch enger ineinander zu verzahnen. Also Workrooms ist zum Beispiel ein reines SaaS-Produkt, also nur in der Cloud und den Content Hub, also DAM, ist beides. Gut, soll es keine Fragen mehr geben, dann eine Punktlandung, obwohl wir kurz später gestartet haben. Vielen Dank und noch schöne weitere Tage.